Es waren die ersten Weihnachtsferien meiner Studienzeit. Wochenlang hatte ich schon die Tage, endlich die Stunden gezählt, bis zum Morgen der Heimfahrt von Graz ins Alpel. Und als der Tag kam, da stürmte und stöberte es, dass mein Eisenbahnzug stecken blieb, ein paar Stationen vor Krieglach. Da stieg ich aus und ging zu Fuß, frisch und lustig, 6 Stunden lang durch das Tal, wo der Frost mir Nase und Ohren abschnitt, dass ich sie gar nicht mehr spürte. Auch mein Bündel Bücher schleppte ich, denn die Professoren waren so grausam gewesen, mir Hausaufgaben zu diktieren, besonders in der Mathematik und Grammatik, die ich heute noch hassen könnte bis aufs Blut, wenn es nicht gar so blutlose Wissenschaften wären. So kam ich, als es schon dämmerte, glücklich hinauf, wo das alte Haus, schimmernd durch Gestöber und Nebel, wie ein verschwommener Fleck stand. Einsam mitten in der Schneewüste. Oh, die Weihnachten, sagte der Kilian pfauchend. Was ist heute unterführbar? Da erden sich die Leute in eine Aufregung und Frömmigkeit hinein, die gar nicht wahr ist. Im Grunde ist der Christtag wie jeder andere Tag. Nicht ein Knopf anders. Der Reiche, ja, der hat jeden Tag Christtag. Unser einer hat jeden Tag Karfreitag. Nüsse, zum Anschauen oder zum Aufschlagen. Ich hab ihrer nur ein Sackerl vom vorigen Jahr her, aber sie sind nur zum Anschauen. Schlagst du auf, so hast du einen schwarzen oder einen verdorrten Kern, der nicht zum Essen ist. Endlich hörte ich an der Schwelle des Vaters Schuhklöckeln. Man wusste schon immer, wenn er so klöckelte, dass es der Vater war. Die Tür ging auf, sie traten herein mit ihren Weihgefäßen und standen still. Was ist denn dies? Sagte der Vater mit leiser, langgezogener Stimme. Der Kleine starrte sprachlos drein. In seinen großen, runden Augen spiegelten sich wie Sternlein die Christbaumlichter. Der Vater schritt langsam zur Küchentür und flüsterte hinaus. Mutter, Mutter, komm ein wenig hier rein. Und als sie da war, Mutter, hast du das gemacht? Marie und Josef, hauchte die Mutter. Bald kamen auch die Knechte, die Mägde herbei, hell erschrocken über die seltsame Erscheinung.